Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Das habe ich ja eigentlich schon, aber der spielt jetzt wahrscheinlich alle Lieder durch, oder nicht? Wenn ich ihm alles gebe. Immer locker, immer cool. Ich glaube, das kann ich spielen. Schau mal. Thank you.
Einfach nur schön, diese Musik zuzuhören. Wahrscheinlich wird das jetzt hier eine Folge, die halt einfach nur aus Musikstücken besteht. Aber was soll's. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ballade des einsamen Roboters. Ich glaube, den Song kann ich spielen. Sieh mal. Okay, das ging jetzt schon ein bisschen schneller als die anderen Lieder, aber war auch ziemlich nice. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ja, wir haben da noch ein, zwei Dinge im Petto. Geringfügig wichtige Informationen. Der hier wurde von einem renommierten Algorithmus verfasst. So, let me hear it! Boah. Ging jetzt so. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst auch mehr finden? Aber natürlich können wir das. Wir haben hier noch Notenblatt 4. Des Nachts du hold am Rechnen bist. Was? Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Ja, das fühle ich. Nice. Vielen Dank dafür. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr leider. Tut mir leid. Aber könnt ihr noch ein paar Gegenstände zeigen? Ein blauer Himmel. Ha, darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Mach du das. Oh ja, jeder hier kennt dieses Symbol. Das sind die Außenweltler. Sie leben in oberen Etagen dieses Bezirks. Du kannst wahrscheinlich mit Momo darüber sprechen. Okay, das Gleiche. Ich habe gehört, dass der Tauschhändler nach sowas sucht. Es sind ein paar sehr hochwertige Kabel. Oma verwendet solche, um ihre einzigartige Kleidung herzustellen. Wir müssen wieder zu Omas Shop, oder wie der hieß. So, vorhin habe ich hier hinten noch einen Tresor gesehen. Ist mir aufgefallen.
Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zergs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay, dann geht's hier in die Kanalisation offensichtlich. Geheimnisvolles Passwort des Safes nehmen. Da steht, folgt den Zahlen, geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat es was mit dem Safe zu tun. Ach wirklich? Vielen Dank für die unnötige... Eine binäre Kombination aus Nullen und Einsen. Vierstellig? Vierstellig. Können wir das jemandem zeigen vielleicht? Der damit was anfangen kann? Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Und ein echter Technikfreak kann das lesen. Okay. Dann wissen wir, wir müssen zu einem Technikfreak. Du bist kein Technikfreak, oder? Kein Technikfreak. Maybe der Wächter selber. Nee. Ihr seid auch keine Technikfreaks. Vielleicht der Händler? Nee, damit kann ich. Mit dem kann ich nichts anfangen. Das mit dem Ball finde ich ein bisschen doof, das habe ich leider vercheckt. War hier nicht irgendwo ein Schild? Weil zu Oma müssen wir auch noch. Omas Kleidung, das dritte Schild. Aliens Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir hören. Öffnen. Darf ich hinein? Darf ich? Ja? No! Wait!